Ne? Das Problem ist, das Problem ist einfach, dass wir... Komm, die Platte packe ich auch hier mit rein. Das Problem ist, dass wir keinen Treibstoff mehr haben zum Reisen. Oder können wir uns teleportieren dahin, wo wir waren, um Kryozagen. Was brauchen wir denn für so eine Fahrzeugbasis? Ich guck mal eben. Toll, und wir hatten das alles gehabt. Wir brauchen dafür eine galvanische Zelle. Und Hiridium. Hiridium, warte mal, Hiridium haben wir. Hiridium haben wir genug. Ja. Hiridium haben wir echt genug. Eine galvanische Zelle, weiß ich gar nicht, ob wir die noch haben. Ich glaube nämlich nicht, ne, oder? Antrium, das haben wir, das haben wir. Antrium haben wir irgendwo, war das hier Antrium? Nein, das war hier, glaube ich, ne? Wo haben wir denn? Ah, hier war das. Die seltenen Dinger. Ich glaube, obere Etage, ne? Genau da, so. Das heißt, wir erstellen mal eben eine galvanische Zelle. Wie brauchen wir davon? Ich glaube, zwei, ne? Ich stelle mal zwei Stück her. Dann lagere ich mal wieder das Antrium nochmal ein. So. Komm, das kann auch mit da rein. Das auch dann, aber ist auch da drin. Ist nicht so schlimm. So, was brauchen wir jetzt noch? Haben wir jetzt alles soweit? Ja, wir haben alles. Wir können jetzt eine neue Fahrzeugstation bauen. Gut, wir haben alles, was wir für die Fahrzeugstation brauchen. Minenlaser haben wir ja beim Fahrzeug, ne? Ich schau mal eben. Exo-Fahrzeug. Minenlaser haben wir, ja. Der kann aufgefüllt werden eigentlich mal. So. Das heißt, wir müssen jetzt reisen. Kryozagen. Dan 35. Vielen Dank für den Follower. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Oh Gott, zur Station. Oh Gott. Das Problem ist, ich habe keine Station angesteuert, ne? Warte mal, ich schau mal eben. Schau mal eben, wie die hießen, die Entdeckungen. Waren das die letzten hier, wo ich gewesen bin? Waren das hier die wo ich. War das hier das, wo ich gewesen bin? Oh Gott. Ich werde das nicht wiederfinden. Niemals nicht. Gehen wir mal hier hin. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Kann es nur vermuten, ob wir es vielleicht schaffen da hinten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen im Weltall. Im Weltall. Unendliche Weiten. Boah, das wäre jetzt so geil, wenn wir dieses Kryozagen kriegen könnten. Das könnten wir so abfarmen dann. Weil wenn wir das dann abgefarmt haben, dann können wir endlich Glas bauen. Ja, endlich Glasscheiben, Glastüren, Glaskuppeln. Das wird so cool. Dann können wir endlich die Basis ausbauen. So, ja, bereits entdeckt. Das ist mir klar. Jetzt ist nur wichtig zu wissen, hier ist der Ausgang. Okay, danke, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Was? Was nötig ist es nicht. Was ist das? Servus. Man kann doch... Achso, habe ich gar nicht gelesen. Man kann doch solche normalen Stationen für fremde Raumschiffe bauen. Was bringt das? Ist es überhaupt nötig? Nötig ist sie auch nicht. Was? Ja, nötig ist es nicht. Also die kannst du bauen, aber ist es jetzt nicht so nötig. Ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig. Oh Gott, ich habe Angst, dass wir jetzt keinen vernünftigen Planeten finden mit Kryozagen. Ich habe Angst. Also die sind nicht so... Ja! Alter. Nein. Ich komme! Ist jetzt nicht so wichtig, aber...
Aber es macht halt Fun, ne? Also auch, wie gesagt, von anderen Spielern sie entdecken können und so. Und wenn es überhaupt mal einer entdeckt, irgendwann mal, wenn ich wahrscheinlich lange unter der Erde liege, dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal einer entdecken, was ich hier gebaut habe, ne? Johnny SB 1990, vielen Dank für den Follower, das ist sehr nett, Dankeschön. So, und willkommen zu Season 1 im Live-Let's Play. Jetzt... Oh, ich hoffe, der hat nicht so viel Wasser, der Planet. Ja! Was habe ich gerade noch gesagt? Erdwasser, oh Gott. Und er hat wahrscheinlich nur Inseln oder so, ne? Oh, aber ganz viele Bäume. Kryozagen muss er finden. Oh Gott. Der Planet besteht aus Wasser und Inseln. Oh, super. Und ich soll in mein Fahrzeug, soll ich hier irgendwelche Sachen abbauen? Na, Halleluja. Orangene Bäume im schneeweißen Tal? Das ist auch geil. Oh Gott, wo soll ich denn hier anfangen zu landen? Ich glaube, ich flange mal hier, ist ein bisschen flacher. Ich werde mal versuchen, hier zu landen. Und er landet irgendwo im... Natürlich! Lande doch einfach mal in einer Höhle. Und es ist hier kalt, super. Egal, sollen uns aber nicht daran hindern, erstmal hier eine Fahrzeugstation zu bauen. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Na toll. Wie soll ich denn hier eine Fahrzeugstation bauen, wo hier alles... Nein, nein, hör auf damit. Ich guck mal, ob ich irgendwo irgendwie eine flache Ebene bekomme. So, warte mal. Wo sind auch diese Krügelzangen? Hier sieht das doch ganz gut aus. Hier könnte man doch... Ja, komm. Jawoll. So. Dann würde ich sagen, auf geht's. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier... Bisschen scannen. Huch. Krügelzagen, wo finden wir sie? Toll. Jetzt geht's wieder los. Wo findest du die Klamotten? Und hier sind wahrscheinlich wieder überall Grand Canyons. Jiha! Oh Gott. Oh. Wer ist er denn? Hallo, mein Freund. Kannst du mir sagen, wo ich Kryozagen finde? Das gibt's doch nicht. Vorhin haben wir so viel gefunden und jetzt auf diesen Kackplaneten, wo Kryozagen gibt, findest du nicht ein. Hier vielleicht? Ja, 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 ja. Nee, Detrium. Warte mal, kann ich das abbauen? Warte mal, wieso schieße ich denn? Genau. Hab bei EA mal damals Ferienjob, was? Detrium? Ferienjob, was danach? Wreckjobber und Tochterfirma geschlossen. Tja, ups, vergessen, warum was? War eine coole Zeit. Ich bekomme, was? Ich bekomme das auf der PlayStation echt nett hin zu steuern, oder? Oder geht das generell schwer? Das geht generell ein bisschen schwierig. Das Problem ist, du musst quasi den linken Stick dazu benutzen, Gas zu geben, und mit dem rechten, womit du dich umsiehst, lenkst du quasi. Also da, wo du hinguckst, oh Gott. Da, wo du hinguckst, lenkst du quasi hin. Oh Gott, Hilfe. Ich hätte gern ein wenig Kryozagen. Das wäre ganz nett, Spiel. So. Also quasi mit dem rechten, also mit dem Stick hier, mit dem, ist wahrscheinlich ein Spiegel verkehrt, mit dem rechten Stick, ja, guckst du dich um. Und mit dem gibst du nur Gas. So, hm. Und da, wo du hinguckst, wie gesagt, lenkt er hin. Wo sind denn hier Kryozagen? Das kann doch nicht sein. Juhu! So. Ist ja ziemlich schwer, die schon. Ja, das stimmt. Ja, was heißt schwer? Man kann sich dran gewöhnen, ne? Also ist jetzt nicht so... Oh, der hat, glaube ich, gleich kein Sprit mehr, der Wagen. Aber egal, wir können ja auftanken. Hallo? Hallo? Fährst du mal da durch? Danke. Kann doch nicht sein, dass der hier nichts... Bin ich einfach zu dämlich wieder heute? Heute läuft's wieder nicht. Heute läuft's wieder nicht.
Ich glaube, wir finden auch zu unserem Dings wieder. Vor allem, es musste ja auch wieder ein Planet sein, wo Wasser ist. Es konnte ja nicht... Ah, es konnte ja nicht einfach ein normaler Planet sein, wo man mal ein bisschen rumheizen darf. Nein. Na toll. Und ich habe kein Amphibienfahrzeug. Obwohl, unter Wasser kann man ja auch fahren. Kann doch nicht sein, dass man keine es stand doch, dass Kryozagen auf dem Planeten zu finden sind. Wieso finde ich das denn nicht? Ich bin schon wieder so ungeduldig. Ah, man kann unter Wasser auffahren. Das wusste ich gar nicht. Das ist mir jetzt auch neu. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also kann man Unterwasserwelten dann auch mit dem Fahrzeug erkunden. Er ist zwar nur sehr langsam unter Wasser, aber es geht. Es macht mir gerade Sorgen, es überhaupt nicht mehr geht. Okay, man kann unter Wasser doch nicht fahren. So, jetzt aber. Wo finden wir dieses scheiß Kryosonit? Kryozagen. Plutonium. Brauchen wir aber gerade nicht. Was ist das hier? Nehme ich mal mit. Vorsichtshalber. Was war, haben wir? Kryozagen, wo kriegen wir Kryozagen? Ja, was ist das hier? Das ist doch bestimmt gar nichts. Haben wir eigentlich auch Licht an unserem Fahrzeug? Muss ich gleich mal gucken. Exo-Fahrzeug-Signalbooster? Okay. Fotomodus. Nee, Licht haben wir nicht. Das ist natürlich super. Kryozagen in Den Haag vielleicht. Was? Mann, ich will doch nur Glas bauen. Das kann doch nicht sein, dass man hier stundenlang sucht. Und dann auf einmal nichts findet. Ich hab doch... Weißt du, jetzt hast du schon Fahrzeug gebaut und alles in Tralala ist hier alles so organisiert und man findet es einfach nicht. Ich steig mal eben hier aus. Ich scanne mal eben so per... Neue Entdeckung? Was? Plutonium, ja, schön. Was ist das denn da hinten? Was ist das denn? Da will ich hin. Was ist das denn da? Was ist das denn für ein Zahn... Hä? Wo ist denn das Zahnrad hin jetzt? Ach, da. Das ist bestimmt das Ding, ne, oder? Ja, das hier ist das. Ah... Oh, Nanitaufen, sehr schön. Cool. Aber trotzdem haben wir immer noch nicht Kryozagen gefunden. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Was ist das? Kryozagen. Dafür brauche ich kein Fahrzeug. Wow, ist ja en masse hier und ich brauche kein Fahrzeug dafür. Hey, hätte mir das mal einer vorher gesagt. Toll. Warum sagt mir das keiner vorher? Hey Flex, du brauchst kein Fahrzeug dafür. Toll. Fick dich, ich kann schwimmen. So, hallo, ich will's abbauen. Oh geil, dann können wir so viel Glas bauen, endlich. Jetzt heißt es also erstmal, wo ist das Auto? Ah, hier. Okay, jetzt heißt es dann erstmal farmen. Das heißt erstmal, wir müssen erstmal gucken, ob wir noch mehr von den Klamotten hier finden. Und wenn hier welche in der Nähe sind, sind wahrscheinlich auch welche... Ich glaube, ich gehe zu Fuß weiter. Oder? Wie ist das denn so mit der Nachttemperatur? Na, es geht... Ja, wohl.
Ich scanne mal die Gegend ab, in der Hoffnung, dass wir hier noch ein paar mehr finden. So, wo haben wir? Da, sehr schön. Wird ein bisschen dauern, aber es lohnt sich im Endeffekt, weil wir können dann anschließend mit Glas bauen. Hallo? Danke. Wir können es ja auch anschließend dann quasi, beziehungsweise vom Fahrzeug in unserem Rucksack transportieren. Beziehungsweise, wenn wir es abbauen, haben wir es ja sowieso schon hier oben. Ich habe schon gedacht, ist es weg. Oh Gott. Ich habe mir schon irgendwie Sorgen gemacht, dass es verschwunden ist. Ich sortiere mal gerade hier meinen Rucksack. Entschuldigt bitte. Ich bin ein Sortierfuchs. So. Geil, wir haben Kryozagen gefunden. Alter, ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Das ist ja wie Ostern und das ist ja wie Ostern und Weihnachten zusammen. Apropos Ostern. Okay, die Kälte kommt. Es soll uns nicht daran hindern, da hinten die Kryozagen mitzunehmen. Ich weiß, lass das Fahrzeug jetzt stehen gerade, aber naja. Ich habe echt gedacht, man müsste die so abbauen. Und wir können unseren Anzug mal ein bisschen aufladen. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. So, Kryozagen. Nochmal eben scannen. Zack. Kryozagen, Kryozagen. Ich werde nicht versagen, wenn ich Kryozagen. Da, da ist Kryozagen, hier Kryozagen. Überall Kryozagen jetzt auf einmal. Sehr schön. Wenn nicht, wärmen wir uns gleich in der Höhle auf, damit es nicht so... Was sie auch neu hinzugefügt haben, ist, wenn man rennt, dass man mehr Atemluft verbraucht. Finde ich sehr geil. Jetzt hat man zum Beispiel unten ein Pfeil bei der weißen Linie, wenn ich normal laufe. Und wenn ich jetzt renne, warte, hat man zwei Pfeile. Verbraucht man mehr. Da, ganzes Vorrat. Also wir werden so viel, glaube ich, so viel Kryozagen mitbringen, dass wir uns totschmeißen können damit. Und wir können quasi so viel Glas dann bauen. Das ist so geil. Sehr, sehr geil. Ich nehme noch mal ein bisschen Tamium mit, vorsichtshalber. Falls wir es noch mal für die Rückreise brauchen. So. Wenn du Wissenschaftler und Landwirtschaft was ansiedelst, kannst du doch selber anbauen. Ja, ja, natürlich. Dazu brauche ich aber auch dann die ganzen Rezepte erst für. Ich habe ja schon ein bisschen Landwirtschaft angebaut. Bin aber noch dabei, die ganze, wie gesagt, alles zu strukturieren, die Basis. Also wie das alles sein soll, habe ich ja gerade, wie gesagt. Ich möchte die Basis so ein bisschen neu umbauen, neu formen. George Foreman. Mit dem ablaufenden Fett, wo das Fett direkt in meinen Mund läuft. George Foreman Grill. Nee, ich will das neu... Quatsch, Spaß beiseite. Ich will das neu formen, indem ich... ich versuche mal hier drunter zu gehen. So, ich stabilisiere mal eben die Temperatur. Ach, ernsthaft? Jetzt kommt noch ein Sturm. Ich glaube, ich werde mal gleich zum Fahrzeug gehen. Indem ich das so strukturiere, dass ich einen Bereich nur für diesen Farming-Bereich mache, also für dieses Landwirtschaftliche. Dann mache ich einen Bereich nur für die Fahrzeuge, wo so ein Typ drin steht, wo man da den anquatschen kann mit den Fahrzeugen. Und einen Typ halt nur für die Waffen und so. Und solche Sachen. So habe ich das dann vor. Na? So, wenn der Sturm jetzt da ist, ich hoffe, ich komme jetzt noch rechtzeitig zum Fahrzeug. Ohne dass... Oh Gott, das Fahrzeug, das ist da hinten. Oh Gott, wie weit ist es weg? Ach, eine Minute, das geht.